Hey Leute, und zwar, bevor ich zu der Auslosung vom Giveaway komme, nochmal eine kleine Information. Ja, hahaha, noch ein bisschen euch unter Druck setzen, bevor das beginnt. Und zwar habe ich etwas vergessen zu erwähnen im Infovideo Nummer 1, deswegen jetzt hier nochmal die Nummer 2. Und zwar, wenn ihr hier etwas kauft bei MMOGA, dann ist es so, durch meine Partnerschaft, die ich ja jetzt hier habe, ist es so, wenn ihr was kauft, wie soll ich das am besten erklären? Also an sich geht ja das ganze Geld, was ihr halt jetzt da investiert, in was auch immer ihr jetzt kauft, zum Beispiel hier, keine Ahnung, 10.000 Gold für 12,99, da geht an sich ja das Geld zu MMOGA. Aber durch die Partnerschaft, bekomme ich einen kleinen prozentuellen Satz davon. So. Und dieses Geld, was dadurch eingenommen wird, durch die Partnerschaft, werde ich nutzen und auch dadurch Giveaways veranstalten. Das heißt, ja, also wie soll ich das sagen? Das Giveaway, was dann eventuell irgendwann später, wenn ich dann eine größere Community habe, durch euch stattfindet. Und das ist doch cool, wenn ihr selber als Community dieses veranstaltet und selbst jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, super. Ja, wenn ihr ach Mann, ja, super. Okay, warte, eins, zwei, drei. So, wenn ihr als Community hier was mit beitragt, so, beitragt, so, jetzt habe ich es gefunden. Und das ist doch cool. Und deswegen, ja, wäre es cool, wenn ihr halt dann über diesen Link halt geht, den ich halt hier drauf habe. Wichtig ist halt, wenn ihr wenn ihr damit machen wollt und wenn ihr da meine Community mit unterstützen wollt und auch selber dann zum Beispiel bei den Giveaways mitmachen wollt, es ist halt wichtig, dass dahinter dieses Fragezeichen ref ist gleich 1182 ist. Das ist so gesagt meine Nummer, meine ID von diesem Partnerprogramm. Und ja, dann ist halt der größte Teil dadurch dann so gemacht durch euch als Community. Und dann kann ich zum Beispiel auch mehr Spiele verschenken. Und ich habe auch überlegt, dadurch, dass ja, klar, bei den nächsten Giveaway, ihr könnt ruhig Bilder einschicken und alles Mögliche. Ich werde es aber jetzt ein bisschen anders machen, und zwar, dass wir Challenges veranstalten. Also, dass man, also ich suche mir ein Spiel raus und dass wir es dann so machen, ihr sollt zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel bei Super Mario World in einer bestimmten Zeit dann halt Welt einschaffen und der das am schnellsten schafft, bekommt dann halt den ersten Platz. So, und wenn ihr mir trotzdem aber Bilder schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Also ich werde wahrscheinlich nicht immer Game Challenges machen, auch ein anderes, aber ich denke mal so, der größte Teil seid ja bestimmt Zocker, deswegen, so wie ich, deswegen die halt Bilder malen, das sind halt dann nur so ein kleiner, geringer Teil, die dann wirklich auch gut zeichnen können. Ich will jetzt nicht jeden hier kritisieren, aber ja, die meisten sind, denke ich mal, Zocker, und deswegen werde ich Game Challenges veranstalten erstmal. Und ja, das war's jetzt erstmal soweit mit dem Info-Video. Denn jetzt kommen wir zur Auslosung. Ich muss sagen, trotz, dass es, Moment, ich kann ja mal ganz schnell schauen, wie viele das angeschaut haben. 26. Okay, und von diesen 26 habe ich insgesamt 3 bekommen. 3 Einsendungen für das Giveaway. Eine kam gestern noch, die mich ein bisschen verwundert hat, aber dazu gleich mehr. Und zwar, es sind 2 Kanalhintergründe gekommen und ein Bild. Ah, meine Nase, ich krieg schon wieder Schnupfen, das merke ich. Ja, ich werde schon wieder krank. Das erste, was ich zeigen werde, es fiel mir wirklich nicht leicht, ist das erste von XX Jack Spicer XX. Was mir persönlich hier an diesem Kanalhintergrund gefällt, ist, wenn man halt hier mal reinzoomt, worum kann ich denn, ach so, ist, dass es so,
so detailreich halt ist, also mit diesen Wabennetzen und so. Das gefällt mir schon wirklich sehr. An sich gefällt es mir halt wirklich gut. Es ist halt nur ein bisschen schade, dass wenig von meinen Spielen so gesagt zu sehen ist. Also halt nur so einzelne Figuren halt hingemacht. Also das will ich jetzt nicht kritisieren. Das ist absolut perfekt eigentlich. Und bis auf das hier Ezio Auditore ist von Assassin's Creed 2, was ich nicht Let's Played habe, sondern Assassin's Creed 3. Aber egal, das ist also, das, wer das kritisiert, da ist selber schuld. Also ich kritisiere überhaupt hier nichts dran. Ich wollte das nur mal so erwähnen, dass ich halt ein bisschen schade finde. Aber an sich, das Design hier oben, das ist ja wirklich krass. Ja. Okay. Dann Nummer 2, The Scream One, was mich erstmal wirklich ein bisschen weggeflasht hat, weil das, also wenn man sich das mal so ansieht, dieser Übergang, zum Beispiel hier von Amnesia und Assassin's Creed 3, ja, das ist wirklich Assassin's Creed 3, das ist Connor, man sieht, dass es wirklich so leicht übergeht in das Spiel, also dieser Verlauf, das finde ich halt cool gemacht, so, oder wie hier bei Battlefield 3. Das finde ich an sich geil. Also wenn man wirklich diese beiden Kanalhintergründe fusioniert zueinander, dass man zum Beispiel hier oben das hat und das dann weiter runterverläuft zu den Spielen und so, das wäre geil. Also dann tut euch beide am besten zusammen, macht einen Kanal auf YouTube und tut Leute unterstützen, die Kanalhintergründe brauchen. So anders kann ich es nicht sagen, weil die gefallen mir wirklich beide sehr. Das fiel mir auch nicht schwer. Ich habe sogar selbst einen Kumpel von mir gefragt, welche er besser findet. Aber letztendlich zählt halt meine eigene Stimmung. Stimme. So. Und dann noch das von Bad Dread 5, wo ich erstmal gestern dachte, what the fuck? Und habe mich innerlich hineingelacht. Weil er ist auf jeden Fall geil gezeichnet. Also ich mag den Stil. Nichts gegen deine Zeichnung hier. Ich konnte mit dieser Figur nichts anfangen. Ist der aus irgendeinem Spiel? Bist du das selber, Bad Dread? ja, aber an sich gefällt's mir. Also so auf jeden Fall gut gezeichnet, auch so mit diesem, dass es so gedingst ist und so. Ich mag den Stil, wirklich. Ja, und ich muss mich dann halt letztendlich entscheiden. Und gewonnen hat The Scream One. Das heißt, du addest mich dann nachher bei bei Steam. Du kannst mich auch gerne bei Skype adden, wenn du willst, wie du magst. Und dann werde ich dir den Key geben. Das heißt, für die anderen beiden, beim nächsten Mal könnt ihr dann wieder mitmachen, wenn ihr wollt. Du kannst nur The Scream One, du kannst auch gerne mitmachen, wenn du willst. Jeder kann wieder gerne mitmachen und es wird halt dann beim nächsten Mal eine Game Challenge sein. Und ich muss dann sehen, was ich für ein Spiel hole für euch. Ja, das werde ich dann sehen, was so gerade so schönes im Angebot ist. Vielleicht gibt es ja gerade ein schönes Spiel im Angebot. Nö, noch gerade nicht. Gut, dann war es das erstmal. Ich hoffe, ihr habt mir wirklich jetzt bis zum Schluss zugehört, wegen dem Infovideo nochmal, dass ihr da vielleicht die Community mit unterstützt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem Finale von Painkiller wieder. Ja, es sind nur noch zwei Levels, die ich machen muss. Und bei Tekken 5 sehen wir uns dann auch wieder. Also bis dahin, ciao!